Seit 4 Jahren engagiere ich mich sehr stark dafür, dass wir endlich auch als Ärztinnen und Ärzte begreifen, die Klimakrise ist mit Abstand das größte Gesundheitsproblem, was wir haben. Und das ist bei vielen noch überhaupt nicht angekommen. Tatsächlich ist Kochen, Ernährung, pflanzenbasiertes Essen, sprich die Planetary Health Diet, einer großen Hebel, den jeder für sich 3-mal am Tag beim Essen beherzigen kann. Und was ganz wichtig ist, die Klimakrise wird ja oft diskutiert als eine Verzichtsgeschichte. Wenn man sich klar macht, 150.000 Todesfälle wären zu vermeiden durch eine pflanzenbasierte Ernährung jedes Jahr in Deutschland, dann kann man den Patientinnen und Patienten sagen, so wie Oma einmal die Woche oder vielleicht alle 2 Wochen Fleisch zu essen, den berühmten Sonntagsbraten, ist gesünder für deinen Körper, ist gesünder für die Tiere und ist gesünder für den Planeten, für Mutter Erde. Gesundheit beginnt mit was zu atmen, was zu trinken, was zu essen. Und das ist alles nicht mehr selbstverständlich. Deswegen habe ich diese Rolle des lustigen Arztes verlassen,